Hip ist in Berlin heute alles und es ist so overhip, dass hip schon gar nicht mehr hip ist. Mit Hipness alleine können Sie keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken. Das wird langfristig nicht funktionieren. Wie schaffen wir es, dass wir nicht nach einem halben Jahr sofort wieder umbauen? Wir wollen, dass das was Besonderes ist, worauf die Leute Lust haben. So dass der ganze Austausch um das Thema Arbeiten der Zukunft wirklich zu einem Magnet für Mitarbeiter und mögliche Mitarbeiter werden kann. Wir haben dieses riesen urbane Umfeld, was viel für diese Leute bringt und auch uns an Attraktion etwas bringt, ohne dass wir jetzt hier so einen Wunsch, der was Bauchladen aufmachen. Eigentlich drei Dinge, die wir erreichen wollen durch New Work. Zusammenarbeit, Offenheit und Transparenz, dass Kreativität sich entfaltet durch New Work. Warum braucht es in der digitalen Welt noch ein Büro? Der einzige Grund, warum es das noch braucht, ist das Organisieren von menschlicher Interaktion, Begegnung zum Entwickeln und Austauschen von Kreativität. Ob Sie Ihre Präsentation in einem Büro am Tisch vorbereiten oder ob Sie die unterwegs irgendwo im Zug vorbereiten oder zu Hause im Bett oder in einem Strandcafé, ist völlig unerheblich für die Präsentation. Ist völlig unerheblich für 80-90% der Arbeiten, die heute zu erledigen sind. Klar, einer, der noch eine physische Maschine zum Drucken von Zeitungen bedienen muss, der muss natürlich in die Druckerei gehen. Aber die meisten anderen Funktionen und in der digitalen Information fast alle Funktionen brauchen kein Büro mehr, brauchen keinen festen Ort mehr. Das Symbol für die Digitalisierung ist, dass es kein Symbol gibt. Oder das Symbol ist das Nichts, das Nicht-Sichtbare. Die Virtualität besteht ja daraus, dass sie sich eben vom Dinglichen entfernt. Da kann man natürlich sagen, das sind auch Zahlen und Codes, weil die ersetzen das Dingliche. Aber das Entscheidende ist für mich die Nicht-Sichtbarkeit und das Verschwinden des Materiellen. Sie müssen Anreize schaffen, warum Leute sich überhaupt noch begegnen wollen. Und da kann natürlich moderne, avantgardistische, extrem ästhetische Architektur einen sehr großen Beitrag leisten. Vor allen Dingen dann, wenn Sie diese neuen Zwischenräume, die entstehen, zwischen rein professionellem und rein privatem, zwischen in Ruhe alleine arbeiten und mit anderen sich völlig informell austauschen, in großen Teams, in der Konferenz etwas entwickeln. Das sind ja alles unterschiedliche Situationen, die unterschiedliche Räume erfordern. Das ist die wesentliche Herausforderung für Architektur im digitalen Zeitalter. Heute ist ein weiterer Schritt in dieser Richtung, wirklich zu diskutieren. Wenn wir das ernst meinen mit dem Gebäude, dann müssen wir nicht nur gemeinsam definieren, wie soll das aussehen, wie soll das eingerichtet werden, sondern wir müssen auch definieren, welche Kultur wollen wir denn dann in diesem Gebäude leben. Und da jetzt einfach Ideen, vielleicht auch Kritik, Fragen der Mitarbeiter rechtzeitig einzubeziehen, ist wichtig. Da brauche ich den Input und das kann weder ein Architekt alleine machen, noch kann das irgendwie ein Unternehmensmanagement alleine machen. Die Idee von uns ist ja, Brücken zu bauen und alles aufzumachen und dafür zu sorgen, dass viele, viele junge Firmen Lust haben, uns als Investoren zu haben und vor allen Dingen auch zu uns kommen, weil sie eben mit Axel Springer und Porsche zusammenarbeiten wollen. APX ist ein Joint Venture von Axel Springer und Porsche und unser Ziel ist, in ganz junge Unternehmen zu investieren, denen zu helfen, dass die Firmen einfach schneller erfolgreich werden als ohne uns. Was wir machen würden, wenn wir im neuen Gebäude sind, ist einmal die ganze Kultur von Startups mitzubringen und dann hier unser ganzes Büro, so wie es jetzt ist, ist ja eine pure Eventfläche sozusagen. Hier ist jeden Tag irgendwas los und ich glaube, das neue Gebäude, das braucht auch total viel Leben von innen, von außen und wir sind hoffentlich da dann auch sowas wie ein Katalysator, der einfach Innovation befeuert, neue Impulse reinholt und
Ich glaube, wenn wir da mit all den anderen Leuten, die innerhalb von Axel Springer die ganze Zeit überlegen, was könnten wir eigentlich noch lernen, wen sollten wir eigentlich noch einladen, mal uns was zu erzählen, dass wir da gemeinsam dafür sorgen können, dass da jeden Tag was passiert, wo ganz viele Leute dann dran teilnehmen wollen. Und das versucht der Kolas-Entwurf mit seiner Offenheit, allein schon mit diesem riesigen öffentlichen Raum, versucht das auszudrücken. Aber, oder auch möglich zu machen, von der räumlichen Organisation, vom Lebensgefühl her, vom Arbeitsgefühl. Also das ist, für mich ist dieses ganze Gebäude immer noch ein großes, aufregendes Fragezeichen, weil ich mir viele Dinge, die so kühn gedacht sind, immer noch nicht wirklich vorstellen kann, wie sie am Ende aussehen werden. Aber das, finde ich, macht die Sache doch umso spannender. Ich finde, Rem Koolhaas hat ein absolutes Landmark geschaffen, das in dieser Materialität, in der Fassadengestaltung, in der Form, in der Transparenz, in der Symbolik auch des Tals, des Valleys, in dem hier die Arbeitswelten sich im Inneren des Gebäudes organisieren, eine hohe Symbolik und Signifikanz hat. Aber darüber hinaus definiert er eben auch diese Arbeitswelten intern sehr neu, sehr flexibel, sehr menschlich und schafft wirklich diese Rückzugsgebiete. Es gibt diese Ruhezonen, es gibt diese Zone der Intimität, es gibt das Kleinteilige, aber es gibt auch das ganz Große, das ganz Offene, das fast mehr was von einer großen Arena hat als noch von einem traditionellen Büro. This building supports Springer's ambition to change its nature, and also it supports Springer's ambition to address the digital age. If you look at Springer, if you look at our office, or if you look currently at almost any working condition, what you see is kind of people behind computers, long tables, not communicating, and in sometimes earphones, and in some kind of bubble. And I think that what is perhaps radical about this building is that it really challenges that kind of working method, and that it, in the heart of the building, it has an opening that kind of forces almost every party or every component of the building to be visible to any other component of the building. And so it's in a way a communication machine that undoes the kind of isolation that seems to be part of the digital moment. Und diese Lockerheit oder diese Looseness, die der Kolas-Entwurf hat, ermöglicht halt, dass, glaube ich, dass Leute ihre eigene Identität mitbringen und da auch ausleben. Oder die ist ja auch in der Unternehmensstruktur der Neuen so angelegt, dass es so eigene Tochterunternehmen auch gibt, die unter diesem Dach sind, aber die ihre eigene Identität behalten. Also die nicht wie in diesen Super-Architecture-Mega-Branding-Strategien der Nuller- bis Zehner-Jahre so aufgehen in so einer überbordenden Identität oder untergehen, sondern die Raum lässt für das Eigene. Es muss schon ein substanzieller anhaltender Magnetismus von einem solchen Gebäude ausgehen. Und ich glaube, der kann nur entstehen, wenn das Gebäude nicht irgendwie ein Raumschiff für die Start-ups wird, die sich möglichst abgegrenzt von den anderen traditionelleren Geschäften dort niederlassen, sondern das kann nur funktionieren, wenn sich dort etablierte Marken, die seit Jahren und Jahrzehnten zum Unternehmen gehören, und ganz neue Marken und Unternehmungen, Start-ups, junge Geschäfte, die wir gerade erst angefangen haben, in diesem Gebäude mischen. Wir sind hier ja bei der Weltgruppe in einer singulären Situation, muss man sagen. Ich glaube, auf der ganzen Welt. Wir haben eine Tageszeitung, wir haben eine Wochenzeitung und wir haben einen Fernsehsender, einen Nachrichtensender. Und dadurch kommen natürlich wahnsinnig viele Informationen hier im Newsroom zusammen. Wir handeln ja mit Informationen und auch mit Bildern, mit Material, das die Realität abbildet. Und dieses muss alles zusammenlaufen auf eine Plattform. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie anders funktioniert. Es wird nur so gehen. Es sind ja zwei verschiedene Bereiche, wenn man ein solches Haus baut. Sie müssen erst einmal sozusagen die künstlerische, architektonische Seite haben, aber die muss natürlich übereinstimmen mit den Funktionen. Und in diesem Falle ist es wirklich, dass die Form den Funktionen folgt. Und das bedeutet, im neuen Gebäude alle Bereiche, die man braucht, also heute für Online-Journalismus, Bewegtbild, Nachrichten
und eigene Recherchen, dass das alles an einem Ort zusammenläuft. Und das ist dann wirklich ziemlich einmalig auf der Welt. Ja, der Welt. Also für uns war es von Anfang an wichtig, dass es wirklich ein Gebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird, dass die Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich mitgestaltet haben. Jetzt nicht, indem sie die Zeichnungen gemacht haben und die Entwürfe gemacht haben, aber indem sie einbezogen worden sind. Die nächste Frage, Raumkonzepte. Wie sehen Raumkonzepte aus? Gibt es da Vorgaben? Wir sollten nur wissen, was sozusagen die Leitplanken sind, die wir haben. Und innerhalb dieser Leitplanken sollten wir alles ausschöpfen, was wir können. Aber deswegen haben wir auch Freizeitraum und Service. Auf der einen Seite wollen junge Menschen heute nicht mehr in strengen Hierarchien arbeiten. Die wollen nicht einen 9-to-5-Job haben, die wollen selbst gestalten, die wollen Freiheiten und Freiräume haben, die wollen Projekte machen und nicht ein Leben lang das Gleiche. Und dann leistet der Entwurf tatsächlich mit dieser Offenheit, die im Gebäude entsteht, auch einen möglichen Beitrag zu einer anderen Art zu arbeiten, zu einer anderen Unternehmenskultur. Wir fühlen uns schon als Teil von der Axel Springer Familie und viele meiner Kollegen, wie auch ich, kommen ja aus dem alten Konzernumfeld und sind jetzt sozusagen in dem Start-up innerhalb des Konzerns angesiedelt und so betrachten wir uns eigentlich selber auch als Start-up. Dennoch haben wir natürlich die Konzerneinbettung, die wir auch sehr schätzen. Also die Infrastruktur, den Austausch mit den Kollegen aus dem Konzern. Und so betrachten wir uns auch tatsächlich als Teil des digitalen Wandels innerhalb des ganzen Konzerns. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, derer wir sowohl als Axel Springer als auch als Update ganz gut begegnen, individuell auf die Bedürfnisse, die Interessen der Nutzer und auch die jeweilige Situation der Nutzer einzugehen, ohne außer Acht zu lassen, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber den Lesern haben als journalistisches Haus, gut recherchiert und verantwortungsvoll zu informieren und zu unterhalten. Wir verstehen uns als Teil davon, mehr als digitale Beteiligung. Wir sind auch quasi hier der digitale Vorreiter, weil wir eine App an sich schon sind. Wir sind mit im gleichen Gebäude integriert. Wir verstehen uns als Teil. Hier findet permanenter Austausch statt. Wir sprechen uns auch ab, wenn es um große Entscheidungen mal geht. Aber trotzdem sind wir eigenständig genug. Hier in unseren geschlossenen Möglichkeiten können wir dann unser Startup-Gefühl mehr entfalten mit Tischtennisplatte, Yoga-Meetingraum, alles Mögliche. Dieses Gebäude soll ein Ausdruck der radikalen Erneuerung dieses Unternehmens werden, soll auch deutlich machen, dass diese Erneuerung nie zu Ende ist. Wenn wir da eingezogen sind, geht's gerade erst richtig los, weil wirklich in diesen Zeiten die Innovationszyklen immer kürzer werden und irgendein Rasten und zurückbleiben und sagen, jetzt haben wir erstmal Veränderungen geschafft und jetzt bleibt so, können wir uns gar nicht leisten. Also das Haus als Symbol und Sinnbild beständiger und immer schneller werdender Erneuerung. Und das ist die Kernaufgabe nicht der Zukunft, sondern der Gegenwart. Wie loten wir dieses Verhältnis von Freiheit und Sicherheit aus? Von Auflösung von festen Strukturen auf der einen Seite und haltgebenden Strukturen auf der anderen Seite. Das muss sich dann auch Springer überlegen, wie es seine Arbeitskultur aufbricht. Müssen die Mitarbeiter sich überlegen, die Alten und die Zukünftigen, wie viel sie sich da selber zutrauen und die räumliche Basis dafür kriegen sollen.